Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Und heute befinden wir uns in der letzten Folge von dieser Staffel und guckt euch das an, wie geil diese Flasche im Feuer aussieht. Also Respekt. Wir haben noch ein bisschen was zu tun und ich würde eigentlich sogar sehr gerne mal wieder losziehen. Wie sieht mein Inventar aus? Schrecklich. Einfach schrecklich. Wir müssen nämlich noch irgendwie ein bisschen Vorräte sammeln. So. Wasserflasche haben wir. Das brauchen wir nicht. Den Rest kann man gut gebrauchen. Gut. Damit ziehen wir jetzt los. In der letzten Folge werden wir ein bisschen was unternehmen. So, wir werden nämlich zurückfahren. Und da mal die Gegend angucken. Weil wir haben da anscheinend nicht alles angeguckt. Können wir aber zur Straße? Irgendwie so, ne? Nicht umfallen, bitte nicht umfallen. Tragisch. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir fahren. Die Fahrphysik hat sich geändert anscheinend. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Fährt sich irgendwie schwerer. Und ich habe einen Linksdrall. Ich habe einen Linksdrall. Soll das irgendwie realistisch sein oder so? Okay. Hier kommen wir noch easy durch. Ich würde als allererstes gerne. Ich habe die Crowbar vergessen. Wir sind nicht wirklich weit von zu Hause weg. Bremsen! So. Crowbar mitnehmen. So. Hatte ich die hier reingepackt? Natürlich nicht. Das ist das Problem, wenn man nicht sortiert hat. Man muss erstmal alles suchen. So. Aber den brauchen wir nicht, den werden wir schon finden, wenn wir ihn brauchen. Okay, auf geht's, Leute. Ja, die Fahrphysik hat sich geändert. Normalerweise brauchst du nur ein bisschen Gas geben und dann nach rechts drücken und dann hat er sich im Kreis gedreht. Tut er jetzt nicht mehr. Schade. Ich mochte das, ehrlich gesagt. Wie spät ist denn das? Scheiße. Ist das jetzt früh oder spät? Spät. Egal, wir können überall schlafen. Ich habe einen Linksdrall. Oder? Oder kommt mir das nur so vor? So, wir wissen, dass da am Ende dieser Straße, wo wir jetzt gerade drauf fahren, ein Camp ist. Das letzte Mal war es nicht bewohnt. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht. Wir lassen uns einfach überraschen. So. Weiß nicht, ob das hier bewohnt ist. Also ich sehe hier niemanden. Jetzt lass mich hier durch. So, Messer ist schon mal gut. Habe ich mein Auto entleert? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe mein Auto entleert. Bitte sagt mir, dass ich mein Auto entleert habe. Nochmal zurück will ich nicht. So viel ist klar. War hier nicht auch irgendwo Inventarplatz? Könnte es echt gut gebrauchen. Bäume will ich jetzt nicht unbedingt haben. Man kann sich bestimmt hier auch richtig super einrichten. Dass man hier sich da ein paar Hütten hinbaut, weißt du, und dann ist das bestimmt richtig chillig hier. Gucken wir mal ins hintere Teil unseres Autos. Glück gehabt. Ja, noch bin ich ja nicht voll, ne? So. Wir brauchen einen Schlafplatz. Heute Nacht. Kleine Hütte oder so. Oder, ansonsten bleibe ich einfach im Auto. Hier ist ja die Farm, ne? Irgendwo. Ich glaube, da war auch ein Inventarplatz versteckt. Gucken wir aber erstmal hier. Oh, Hühnchen. Erschreckt mich nicht so. In irgendeiner Scheune waren noch Zombies. Das weiß ich noch. Ah, guck mal, da steckt ein Messer drin. Ist ja nett von euch. Nehme ich doch gerne. So, wo waren jetzt die Farmhäuser?
Schlafen wir nämlich heute einfach in der im Farmhaus. Dann ist gut. Farmhäuser, ja, wo sind die jetzt? Okay, hier ist zwar eine kleine Hütte. Und schlafen wir in der Hütte, oder was? Ist das ein Schatten gewesen? Oder sind hier irgendwelche Leute? Hier kann gar nicht sein. Hier können gar keine Leute sein. Oh, guck mal, das ist noch eine Hütte. Wenn das hier ein Haus ist, was ich selber besitzen kann, dann wird hier wahrscheinlich auch keiner rumlaufen, der Stress machen möchte. Na, wir schauen uns hier mal kurz in der Gegend um. Dreckiges Bastard. Oh, ist doch nicht der Schuss. Nein. Nein. Warum? Warum? Dreckiges Viech. Scheiße. Okay, das nehmen wir schnell mit. Aber ich habe keinen Verband hier, oder? Aha, ein Verband, das reicht nicht aus. Das reicht. Okay, okay, okay. Solange wir können, gehen wir zu unserem Auto. Packen hier schnell alles rein, solange wir leben. Das werden wir nicht überleben. Wir haben zwei Verletzungen und einen Verband. Kacke. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Kann doch nicht dein Ernst sein. Ich könnte dieses Haus quasi als Respawn-Ort verwenden, ne? Machen wir das? Ja, komm, wir machen das. Bis drauf. Respawn. Ach, ja, schön. Na gut. Ich will sterben. Tötet mich bitte. Laufen wir noch mal ein bisschen durch die Gegend. Es gibt's doch nicht, dass ich einfach abgekackt bin. Ich dreh durch. Ja, ich habe keine Items verloren. Ich weiß. Ich bin gut. Gute Leute verlieren keine Sachen. Okay. Hätte ich vielleicht Licht machen sollen. Ärgerlich. So, wir brauchen das Essen, ein Verband, Messer haben wir dabei, Axt haben wir dabei, Schusswaffe haben wir dabei, Pistole können wir hier lassen, weil wir keine Munition dafür haben. Ich hasse das mit diesem Kack-Inventar. Liebe Entwickler, nächste Staffel bitte fixen. So, Scheiß. Gut. Ja, komm, wir nehmen die Waffe notfallshalber mit. Nur für den Fall der Fälle. Können wir natürlich nicht mehr laufen, ne? Kacke. Der dreckige, verkackte Bär. Wie hat er mich überhaupt gesehen, eine Meile entfernt? Na gut, zumindest haben wir den Inventarplatz bekommen. Da bin ich schon mal sehr froh drüber. Dass wir jetzt ein bisschen mehr Platz haben. Und da wir jetzt sowieso das Ding als Haus gesetzt haben, können wir uns auch jetzt mal ein bisschen fortbewegen zu Fuß. Gucken, was noch so Schönes gibt. Wie habe ich meine Waffen aufgeteilt? 3. Okay, machen wir das mal so. Und ganz viele Steine. Einfach so. Gratis. Ich denke, hier kann man ganz wunderbar schlafen. Zombies kommen hier nicht rein, weißt du? Du kannst dich hier verstecken. Wir haben hier sogar eine Tür, die wir aufbrechen können. Mit einem Inventarplatz vielleicht? Ein Eimer. Eine Cola, ein Hammer. Nichts. Nichts. Rifle Ammo. Oh, nice.
Ich würde gerne so einen Schrank bei mir zu Hause haben. Ganz ehrlich. Wieso kann ich sowas nicht haben? Wieso kriege ich nur so Billigschränke? So wenig fassen können. Wie spät haben wir es jetzt? 18 Uhr. Ja, dann können wir eigentlich auch schlafen gehen, weißt du? Dann ist mein Fuß wenigstens geheilt. Mein Fuß ist nur noch verletzt? Hatte ich nicht zwei Verletzungen? Fünf Stunden. Na, 5 Stunden, dann setzt die Recovery ein, ne? Okay. Wir schlafen hier einfach mal. Wir sollten vielleicht vorher nochmal was trinken. Komm, ziehen wir uns die Cola rein. So, und dann legen wir uns einfach schlafen. 12 Stunden. Überspringen wir einfach eine Menge Zeit. Das waren keine 12 Stunden. Das waren 10, oder? Nee, doch, waren 12. Alles gut. Nee, waren es nicht. Oder? Doch. Es waren 12. Alles gut. Alles gut. Ich bin nur ein bisschen blöd. Sonst haben wir hier nichts mehr. Können wir auch eigentlich weiterfahren. Na ja, komm, fahren wir weiter. Da ist der verkackte Bär. Ich wusste, dass ich irgendwas gehört habe. Ich mit meinen kleinen Spitzensegelohren. Ich höre alles. Und das sieht so aus, als wäre da ein Inventarplatz für mich. Wir gehen aber hoch. Langsam. Am liebsten würde ich jetzt noch mal einen Tag schlafen, damit das Bein sich heilt. Ist ja schrecklich. Eine Menge Steine. Ja, das nehme ich mit. Das ist gratis da. Ist doch irgendwas versteckt. Kannst du mir nicht sagen, dass hier nichts versteckt ist. Bisschen auf mein Weihnachten. Nicht aus zu großer Höhe runterspringen. Ja, was rollt hier überall die Steine runter? Hä? Habe ich Zugriff auf den Bereich, wenn ich hier hochgehe? Da muss irgendwo ein kleines Zelt sein. Das geht nicht anders. Da wusste ich's doch. Und ich sehe einen Inventarplatz. Boom. So, nehmen wir das mal mit. Wir können ja später ein bisschen was wegwerfen, wenn wir es nicht brauchen. Dann siehst du mal. Und dann kommt man hier raus und dann war da die. War das unsere erste kleine Hütte? Kann das sein? Weiß ich gar nicht. Holz brauche ich nicht. Ich brauche nur Blätter und Steine. Einen kleinen Vorrat anlegen, denn. Wir wissen ja nicht, was in der nächsten Staffel alles für neue Sachen gibt. Und so kleine Hölzer, die bekommt man hinterhergeschmissen. Das ist ja gar kein Problem. Ich war auf dem richtigen Weg. Ich war einfach auf dem richtigen Weg. Und dann kam der Bär. Du kleine Potsau, ey. Okay. Abmarsch. Weiter hier die Gegend durchsuchen. Hier muss noch irgendwas richtig Tolles geben. Und zum Beispiel hier, wo die Türen offen stehen. War ich hier schon mal? So stehen die Türen offen. Ne, ich war hier noch nicht. Aber ich muss mein Zeug loswerden. So. Wir müssen abwägen, was wir brauchen. Eimer brauchen wir nicht. Stöcker brauchen wir nicht. Okay, zur Not werden wir später ein paar Steine wegwerfen. Oder Messer, oder was weiß ich. Das Ziel des Ganzen ist von dieser Erkundungstour,
meinen Inventarplatz ein bisschen zu erhöhen. Das wäre so schön. Ah, hier ist schon voll kacke. Hat das einen bestimmten Grund, warum du offen stehst? Habe ich den eigentlich noch am Start? Den habe ich am Start, ja gut. Hey, guck mal, da sind 0,75 Liter drin. Hier. Nehme ich. Mach jetzt mal mein Auto aus. Okay. Machen wir doch einfach mal hier hoch. Ich weiß, wo wir sind. Wisst ihr doch, wie ich erzählt habe, wie ich einen neuen Speicherstand angefangen habe, um Soundcheck zu machen und eine Biene gefunden habe? Das war genau hier. Und hier befindet sich eine Biene. Nur leider habe ich jetzt keine Spitzhacke dabei. Aber gut, dann weiß ich jetzt wenigstens, wie man herkommt. Also ich kannte diesen Ort jetzt schon. Ich wusste aber nicht, wie man herkommt, weil ich hier direkt gespawnt bin. Das wird aber dunkel. Inventarplatz? Schade. Nix. Aber das sparen wir uns für die nächste Staffel auf. Also hier gehe ich jetzt noch nicht hin. Dann nehmen wir das nächste Mal nämlich eine Spitzhacke mit und dann toben wir uns hier ein bisschen aus. So, und hier muss auch irgendwo eine größere Stadt sein. Da habe ich nämlich gespawnt in der Nähe. Ich glaube, ich bin da hinten irgendwo gespawnt. Da ist ein Haus. Okay, das heißt, hier ist auch irgendwo die Stadt. Bein. Wollen wir da noch mal hochkommen? Wir gehen da noch hoch. Was soll's? Wir haben ja genug Zeit. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist das die letzte Folge. Eigentlich haben wir gar keine Zeit. Aber egal, ich muss gucken. Ich könnte es nicht ertragen, dass hier irgendwo ein versteckter Ort ist. Und ich war hier noch nie. Okay, hier ist schon mal nichts. Ja, zumindest eine Leiche erwartet oder so, weißt du? Apropos Leichen. Hier findet man keine Leichen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das Spiel ist nicht realistisch. Und Kinder sehe ich hier auch keine. Das Spiel ist überhaupt nicht realistisch. Okay. Zeit, mein Bein ein bisschen auszuruhen. Und jetzt fahren wir mal in die Stadt hinein und gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Aber wir sind keine Banditen. Okay, hier ist schon mal nix. Geil. Kann man hier rein in dieses Gebäude oder? Nee. Ist einfach nur fake. Aber auf die Straße. Komm, wir fahren da hoch. Da sind auch noch Häuser. Ah, das sind nicht die Häuser, die ich... Was war das? Hä? Ich war auf der fucking Straße. Ich komme jetzt nicht mehr raus. Ah.
Ah, komm, wir verbluten. Soll ich verbluten? Wie bin ich die letzten Male hier rausgekommen? Wo zur Hölle bin ich? Okay, wir. Ich bin frei! Okay. Gehen wir zu Fuß weiter. Mann. Durch dein Ernstspiel. Ah, hier ist es wieder Doppelloot. Okay, wir sind also vielleicht auf der anderen Seite jetzt, ne? Ist das möglich? Da, wo wir es quasi den letzten Speicherstand hatten, nur halt sind wir jetzt von der anderen Seite gekommen. Das kann natürlich sein, weil diese Straße kommt mir bekannt vor. Inventar Upgrade, nice. Ja gut, ohne Auto müssen wir jetzt mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwo ein Auto in der Nähe finden. Wäre schon geil, wenn. Also, ja. Was soll ich sagen, ne? Wir sind jetzt ziemlich gearscht. Oh, guck mal. Hallo? Gib mir das Munition. Ich drück doch eh. So. Was war das jetzt für eine Waffe? Ganz normal, ne? Und ein Messer, ja klar. Okay, diese Familie hat sich gewappnet und ist dann trotzdem gestorben. Ach, immer diese inkompetenten Leute. Mit 1 Milliarde Waffen zu Hause, weißt du, aber da nichts machen können. Ist das nicht ein und derselbe Schrank? Ist das Klamotten? Nein. Ja. Achso, hier. Kann ich hier nicht einfach einziehen? Ich habe hier echt alles. Ich habe hier ein Katzenfoto, ich habe hier einen Laptop, ich habe hier ein Bild von meiner Familie. Immer wird will ich mehr. Und dieser Sack hier ist übrigens aus Haus Flipper. Die haben sie nicht selbst gemacht. Ach, das hat. Ah, Gonk hat dieses Haus bestimmt gestaltet. Ah, das ist halt schon einiges zu sagen. Ich meine, die Waffen hat er wahrscheinlich nicht reingesetzt, aber 2 Bilder nebeneinander, das kann nur Gonk. Na gut, gehen wir hier raus. Gucken wir uns die anderen Häuser an. Ich werde mich jetzt diese Staffel nicht um ein neues Auto kümmern. Das überlasse ich dem Zukunfts-Zero. Der kann das machen. Ja. Der freut sich bestimmt darüber, jetzt nur noch ein Auto suchen zu müssen. Ich wette, wenn ich jetzt in die Richtung fahre. Ah, da ist ein Auto. Dann müsste ich fast schon zu Hause sein, ne? Ich meine, logisch gesehen ergibt das jetzt keinen Sinn. Wie oft soll ich dir noch in den Kopf schießen? Wie viele von euch Zombies sind noch da? Mindestens einer. Zwei. Dann nicht mal Munition geben. Schweine sind das. Hör auf, zweimal zu schießen! Wie konnte man den Modus umstellen? Auf Single Shot. Na, jetzt doch egal. Dann nicht mal Munition geben. Wir sind ziemlich am Arsch. Ja, eine Axt, wow. Ah, 2x9 mm. Okay, das nehme ich, das nehme ich. 20 Munition, ist klar. Aber das nehme ich doch gerne. So, wie sieht's aus mit unserer. Okay. Vitalität. So, das müsste reichen. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nein. Oh, 20 Munition, also ich würde sagen, das war nicht schlecht. So viel Munition haben wir hier nämlich nicht reingesteckt. Flasche kann bleiben. Flasche kann bleiben. Flasche kann bleiben. Ich suche Munition. Grundlegend.
So, in welche Richtung laufen wir jetzt? Wollen wir jetzt in die Richtung oder gehen wir in die? Mehr rein theoretisch könnte ich die Sachen von meinem Auto schleppen. Aber das machen wir ein anderes Mal. Ich werd höchstwahrscheinlich vergessen, wo mein Auto steht, ne? Achso, wir jetzt zurück bei der Farm? Keine Ahnung. Also die nächste Stadt werde ich bestimmt nicht wissen, wo mein Auto war. Erinnert mich bitte daran, wo ich mein Auto stehen gelassen habe. In der ersten Folge direkt. Das wäre echt schön. Noch kommt mir diese Gegend aber nicht bekannt vor. Wie sieht's hier aus? Hast du irgendwas für mich? Ich finde es ein bisschen schade, dass sie. Na super. Ein Modell komplett entfernt haben. Wieso kommst du so weit rausgerannt? Was ist los mit den Zombies? Wieso sind da so viele? Okay, wir haben auf jeden Fall ordentlich was gerissen. Dann noch mehr Zombies? Hey, ich höre überall Zombies hier. Was ist denn das für ein Zombiehaus? Über mir? Rechts neben mir? Ich weiß es nicht. Ich könnte genauso gut gleich tot sein. Komm, letztes Haus für diese Staffel, Freunde. Ich wette, da oben ist ein Zombie drin. Werden wir das überleben? Oh Gott, lass mich nachladen. Bitte nicht. Hier wenigstens Inventarplatz drin. Noch bevor ich sterbe. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's für diese Staffel. Ich bin natürlich voll am Arsch der Welt. Geil. Ich sollte zumindest. Ich habe keine Ahnung, wo ich zu hinkomme. Ich glaube, das ging da in die Richtung. Ach du Scheiße. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Staffel. Wir haben. Ich würde fast schon behaupten, erfolgreich den Scheiß hier abgeschlossen. Oder würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht, wenn ihr dieses Spiel nochmal sehen wollt, im Neujahr wieder mit Mist Survival. Und ich lasse mich einfach mal überraschen, ob ihr dieses Spiel wieder reinvotet. Haut rein, euer Zero. Tschüss.